Ein Thema, das uns sicherlich auch über den Wahlkampf hinaus erhalten bleibt. Ab Herbst werden in der EU schrittweise Abgasmessungen eingeführt, die den Ausstoß auf der Straße testen, nicht nur im Labor. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks brachte das Thema heute auf die Tagesordnung und auch die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt äußerte sich heute dazu. Die Emissionen, die wir gemessen haben in den Städten, die sind jetzt nicht dadurch höher geworden, dass wir jetzt wissen, woher sie kommen oder besser wissen, woher sie kommen. Wir haben auch vorher gewusst, dass sie zum Beispiel in großem Umfang aus dem Pkw-Verkehr kommen. Jetzt wissen wir besser, woher sie kommen. Es ist also nicht mehr Gesundheitsgefährdung als die, die wir schon kannten. Aber wir wissen jetzt, was man tun kann und wer die Verantwortung dafür hat, es besser zu machen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, brauchen wir dafür gesetzliche Regelungen? Wir haben normalerweise in der Bundesrepublik Deutschland mit appellatorischen und freiwilligen Vereinbarungen gute Erfahrungen gemacht. Dass wir in dieser Legislaturperiode keine gesetzliche Regelung rein wegen Zeitablauf mehr hinbekommen, liegt sowieso auf der Hand. Deswegen glaube ich, dass es jetzt tatsächlich die Aufgabe des Bundesverkehrsministers ist, in Zusammenarbeit mit den Automobilherstellern oder ich sag mal im Disput mit den Automobilherstellern zu Lösungen zu kommen, die befriedigend sind. Es macht mich nach wie vor fassungslos, dass Herr Dobrindt insbesondere die Bundesregierung als Ganzes den Dieselskandal aussitzen, dass sie nicht dafür sorgen, dass die Autobesitzer entschädigt werden. In den USA ist klar, es gibt Schadensersatz. Bei uns gibt es weder Schadensersatz noch die Zusage für Nachrüstung. Wir erleben einen Deal zwischen der Bundesregierung auf der einen Seite und den Abzockern bei den Autokonzernen auf der anderen Seite. Das kann nicht so weitergehen. Erstens, wir brauchen Entschädigung für die Autobesitzer. Zweitens, das Schlimmste daran ist, dass wir alle diesen Dreck einatmen müssen. Es muss klar sein, es braucht unabhängige Kontrollen. Es braucht unabhängige Kontrollen bei CO2, bei Stickoxiden und bei Feinstaub. Im Moment sterben in jedem Jahr an den Folgen von Stickoxiden 10.000 Menschen. Zum Vergleich, 3.200 Unfalltote haben wir im Verkehr. Hier sterben 10.000 Menschen an den Folgen von Stickoxiden. Das ist eine Schutzverantwortung des Staates. Und die muss die Bundesregierung endlich wahrnehmen. Deswegen braucht es unabhängige Kontrollen. Nicht mehr das Kraftfahrtbundesamt darf zuständig sein. Es muss das Umweltbundesamt diese Kontrollen vornehmen. Das verlangen wir von der Bundesregierung. Unabhängige Kontrollen durch das Umweltbundesamt, damit die Belastung, die Gesundheitsbelastung der Menschen endlich ein Ende findet. Und wir erwarten von Herrn Dobrindt und von der Autoindustrie, dass es endlich Schadensersatz und Nachrüstung gibt.